Grüß Gott. Dass das alles schön ausschaut. Die Arbeitsfläche geht es dann mal wunderbar. Mhm. Ist ja cool, oder? Auch, ist toll. Wirklich toll. Bisher haben wir noch nichts daran bereut. Ein Tipp ist auch, immer zu schauen, wo die Kamera steht. Da kann man nämlich gut mit seinem Hinterkopf die blockieren. Ja. Weißt du, wo sie steht? Hinter mir. Da waren vorher keine Fingerabdrücke drin. Boah, ist der lang, der Schub. Cool, ne? Richtig tief. Jetzt können wir sie oder wen auch immer gerne. Hallo. Hallo. Was müssen wir denn überhaupt machen da drin? Das sieht jetzt ordentlich aus. Jetzt haben wir nichts mehr zum Vorbildern, ne? Ein Spiegelei. Das muss ja auch jemand essen, ne? Ich kann nur noch Kartoffeln dazu holen. Moment, das Wichtigste, nochmal zurück. Das ist das Spiegeleis. Vom Teebaum, vom Teller. Die Kochkunst. Da habe ich jetzt mal den Müll. Also Ei geht schon mal gut, hast du gleich gesagt? Ja, Ei geht schon mal gut. Hier ist noch alles. Müll drauf, oder schütteln. Schmeckt. Ich habe gehört, dann sagst du das beste Spiegelei, das ich jemals und so. Ei auf dem Teller, kommt auf den Teller. Ei auf dem Teller, Fotografen. Ja. Und Papa, das schönste Spiegelei. Das schönste Spiegelei. Genau so geht's dann, dass es dann so zusammenschiebt. Ja. Genau. Aber der Teebrand ist echt toll, muss ich sagen. Ich bin begeistert. In meiner nächsten Küche will ich auch einen Küche vornehmen. Der Dampfer ist auch schon oft im Einsatz gewesen. So, da kann man da runter auf die Uhr und schreibt da Flüssigkeit drauf. So, und wenn jetzt da. Ich bin begeistert. Herzlichen Dank. Bitteschön, gern geschehen. Tschüss! Okay, dann herzlichen Dank, vielen Dank, Uli Heimann. Ja. Ja, also tschüss, Uli Heimann. Spaß mit der Küche. Danke, ja, das werden wir haben. Ich mache mal so tolle Aufnahmen von mir, weil ich weiß nicht, wo es ausgeht.